Ja, erstmal herzlich willkommen im Namen der Schwarzkopf-Stiftung zu der Veranstaltung heute. Das ist eine Veranstaltung in der Reihe Medien und Demokratie, die wir in Kooperation mit der gemeinnützigen Hertie-Stiftung durchführen. Titel der Veranstaltung heute: Alles für die Klicks, Online-Journalismus zwischen Bedeutungsgewinn und Vertrauensverlust. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen unglaublich spannenden Gast hier bei uns haben, Dr. Barbara Hans, Chefredakteurin von der Spiegel und Spiegel.de, die gleich auch nochmal von Torben Klauser, dem Moderator unseres heutigen Abends, vorgestellt wird. Von meiner Seite nur noch ganz kurz Bemerkungen zum Ablauf und zum Technischen. Der Ablauf ist ein moderiertes Gespräch, mit dem wir beginnen. Und dann im weiteren Verlauf könnt ihr eure Fragen stellen über die Fragen- und Antwortfunktion. Schriftlich hier bei Zoom in der Kontrollleiste unten. Wir werden die dann an den Moderator weitergeben, der die Fragen für euch an Frau Hans stellen wird. Alternativ gibt es auch die Funktion, eure Fragen mündlich im Kontrollpanel zu stellen. Da gibt es die Handhebefunktion und dann wird der Moderator euch aufrufen. Genau, wir werden die Veranstaltung aufzeichnen, deswegen also genau, das bitte berücksichtigen, auch mit Blick auf Handhebungen, beziehungsweise wir werden sie auch nur mit Vornamen an aufrufen, beziehungsweise genau, so, dass alle da fein damit sind. Letzter Punkt noch, bevor ich auch schon abgebe, wird sich gleich noch eine Umfrage hochschalten. Wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere von euch daran teilnimmt. Ist auch anonym möglich, ist nur für uns so ein bisschen für statistische Zwecke, damit wir so ein bisschen wissen, wer hier dabei ist. Und ja, an dieser Stelle würde ich auch schon ruhig sein und das Wort an Torben Klauser übergeben, der euch unseren Gast vorstellt und den Abend heute moderieren wird. Perfekt, vielen lieben Dank, Dominik. Ich begrüße auch sehr herzlich. Ich heiße Torben Klauser, bin Journalist und Doktorand und beschäftige mich eigentlich beruflich vor allem mit der Frage, wie die Digitalisierung die Regeln für Medien verändert. Und ich freue mich sehr, heute mit euch und Ihnen ins Gespräch zu kommen. Vor allem freue ich mich natürlich über meine Gesprächspartnerin Barbara Hans, die Chefredakteurin von der Spiegel und Spiegel.de. Hallo Frau Hans und schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Ich muss gestehen, in der Vorbereitung auf das Gespräch musste ich schmunzeln, denn ich habe festgestellt, wir sind gewissermaßen Leidensgenossen. Wir kommen beide ursprünglich aus Städten, die andere vor allen Dingen deshalb kennen, weil sie mal mit dem Zug durchgefahren sind. Das ist in Ihrem Falle Hamm, da steigt man gerne um, und in meinem Falle Wuppertal. Da steigt eigentlich auch selten jemand aus, sehr zum Leidwesen der Stadt. Aber im Grunde, das ist ja gewissermaßen der Ausgangspunkt, und Sie sind aus Hamm ja auch weg, und da wird es, wenn ich damit so ein bisschen radebrechend einleiten darf, ja auch eigentlich spannend bei Ihnen. Sie haben studiert in Münster und in England, und zwar, jetzt muss ich spicken, Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und angewandte Kulturwissenschaft und dann später im Master Media and Cultural Studies. Also sehr viel Kommunikation und Medien, und haben währenddessen, also während des Studiums, schon angefangen, damals hieß es noch Spiegel Online, für Spiegel Online zu schreiben. Und wenn man sich den Lebenslauf so anguckt, muss es Ihnen richtig gut gefallen haben, denn Sie sind da bis heute. Das ist schon mal, stimmt, ja. Genau, das ist ein sehr gutes Zeichen für das Medium. Genau, es ging steil, es gab ein Volontariat, dann 2008 Redakteurin, Ressortleiterin, stellvertretende Chefredakteurin und so weiter und so fort. Und heute eben ganz oben im Spiegel in der Chefredaktion und zwischendurch dann auch noch so nebenher eine Doktorarbeit und eine Auszeichnung zur Chefredakteurin des Jahres und eine Ausbildung zum Business Coach. Holla, so, das ist jetzt gewissermaßen die Kompetenz, der ich hier und der ihr vor dem Bildschirm gegenüber sitzt. Und ich freue mich wahnsinnig, denn wir haben jetzt hier einen Medienprofi und vor allen Dingen einen Online-Medienprofi, wie gemacht für diese Diskussion über Online-Journalismus zwischen Bedeutungsgewinn und Vertrauensverlust, wie es im Titel heißt. Dominik von der Schwarzkopf-Stiftung hat gerade schon gesagt, wir werden uns ungefähr eine halbe Stunde oder 20 Minuten eher zu zweit unterhalten. Das heißt aber nicht, dass ihr anderen da draußen nur zuhören müsst.
sondern ihr könnt, wenn ihr Fragen loswerden möchtet, die im Grunde jetzt schon in den Chat schreiben oder, das wäre mir natürlich noch lieber, wenn ihr mir die Arbeit abnehmt und die Fragen einfach später selber per Video stellt. Ihr könnt hier die Hand heben in Zoom und dann schalte ich euch dazu. So, genug der Vorstellung und der Vorrede. Jetzt bin ich selber ganz neugierig, weil ich natürlich auch ein paar Fragen loswerden möchte. Und zwar heißt diese Veranstaltung jetzt alles für die Klicks. Es geht ja, zumindest so wie ich den Online-Journalismus oder Journalismus im Generellen verstehe, häufig darum, um Aufmerksamkeit, um den Leser dazu zu kriegen, etwas spannend zu finden, eine Überschrift zu sehen und dann drauf zu klicken, die im Idealfall dann zu spiegel.de führt. Franz, jetzt haben Sie jahrelang Erfahrung in dem Bereich. Vielleicht haben Sie ein Beispiel für eine richtig geniale Online-Überschrift? Also was muss die können? Wie muss die aussehen? Und was ist vielleicht auch der Unterschied zu einer Überschrift, die man im Spiegel, im gedruckten Spiegel sehen könnte? Also da muss ich natürlich erstmal vielen Dank für die Begrüßung und dass das hier nicht zu einer kleinen Selbsthilfegruppe ausartet zwischen Wuppertal und Hamm, aber ich glaube, dazu gäbe es einiges zu sagen. Im Fall von Hamm natürlich jetzt auch noch Corona-Hotspot. Ich wusste ja nicht genau, worauf Sie hinaus wollten, aber das wäre natürlich noch ein schlimmerer gemeinsamer Hintergrund. Was die Überschriften anbelangt, es ist ein bisschen ungeschickt, vielleicht sofort mit einem Widerspruch zu beginnen, aber ich würde behaupten, dass Überschriften im Digitalen im Jahr 2020 überhaupt nicht mehr nur den Zweck erfüllen, Klicks zu generieren. Was nicht bedeutet, dass es diese Phase absolut gab, glaube ich. Wenn man auf den Online-Journalismus schaut, hat er ja so verschiedene Entwicklungsstufen durchgemacht in relativ kurzer Zeit. Und da gab es sicherlich eine Phase, wo es vor allen Dingen darum ging, auch laut zu sein und Aufmerksamkeit zu binden, irgendwie je nach Medium natürlich in einer unterschiedlichen Lautstärke. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass Journalismus überhaupt nicht gut darin tut, die Leser anzuschreien. Und zwar egal welcher Journalismus. Also im Boulevard ist das ja so ein bisschen Stilmittel, dass man da sehr laut agiert. Ich würde immer sagen, eine gute Überschrift auf spiegel.de ist eine, die hintersinnig ist, die schlau ist, die im besten Fall ihre Aufmerksamkeit bindet. Weil das ist mein Verständnis vom Journalismus, dass wir im Grunde darum buhlen müssen, die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser zu kriegen. Weil das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit mehr. Und das heißt, wir müssen uns anstrengen. Das muss vor allen Dingen Ansporn sein, die Arbeit gut zu machen und richtig gut zu machen, um loyale Leser zu gewinnen. Also nicht vor allen Dingen den schnellen Klick zu erzeugen, weil der ist tatsächlich auch erwiesenermaßen flüchtig. Und ich glaube, er nutzt sich schnell ab. Und wir alle kennen das, niemand wird gerne permanent angeschrien. Das ist zwar laut und bindet erstmal Aufmerksamkeit, aber im Zweifel wendet man sich dann irgendwann relativ genervt ab. Oder wenn Sie das Thema Clickbaiting ansprechen, das konterkariert die Idee von Vertrauen in Medien und Glaubwürdigkeit. Weil im schlimmsten Fall erzeugen Sie einen Klick und werden dann enttäuscht, weil der Text nicht das hält, was möglicherweise der Vorspann verspricht. Und dann sind sie schneller weg, als wir gucken können, weil diese Währung des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit im Journalismus ist, glaube ich, das höchste Gut. Und zwar ehrlicherweise ist es überhaupt kein Widerspruch, sondern gerade im Digitalen, wo die Nachrichten flüchtig sind, wo wir konkurrieren, auch mit den sozialen Medien, auch mit YouTube und überhaupt ganz anderen Anbietern, ist es umso wichtiger, dass man eine vertrauensvolle Bindung hat, glaube ich, zwischen Medium und Leserschaft, zumindest wenn man sich die Qualitätsmedien anschaut. Und diese Währung ist unersetzlich und die muss man sich lange aufbauen, glaube ich. Da haben etablierte Medienmarken, und das gilt gar nicht nur für den Spiegel, sondern auch genauso für andere Qualitätsmedien, haben da einen großen Vorteil, aber man kann das auch relativ schnell verspielen, glaube ich. Und das ist genau das, was uns sehr beschäftigt. Wie kann man das hinbekommen? Genau, jetzt haben Sie schon angesprochen, also diese Frage nach dem Vertrauen und auch davor die Frage nach der Aufmerksamkeit. Jetzt kann ich auf spiegel.de ja einfach so draufgehen. Also ich gebe ein spiegel.de, drücke auf Enter und bin auf ihrer Startseite. Ganz häufig ist es ja aber auch so, dass man vielleicht eben gerade nicht aktiv auf spiegel.de geht, sondern irgendwo anders über einen Link zu einem Artikel stolpert. Bei Facebook, bei Twitter, in anderen sozialen Medien. Da sind Sie und Ihre Redaktion ja auch unterwegs.
die, wenn man so über das Thema liest, hat man häufig das Gefühl, es ist so eine Art Hassliebe zwischen Journalismus und sozialen Medien. Einerseits freut man sich über die Verlinkung, dass man neue Leser auf die Seite bekommt. Andererseits hat man das Gefühl, man, ja, muss man sich vielleicht verbiegen, um dort erfolgreich zu sein. Also welchen Einfluss haben aus Ihrer Perspektive die sozialen Medien auf den Journalismus, der online gemacht wird? Und welche Kompromisse muss der vielleicht eingehen? Also das ist natürlich eine Frage, über die man, glaube ich, einen ganzen Abend und wahrscheinlich eine ganze Nacht separat diskutieren würde. Das hat ja auch viele medienpolitische Weiterungen, die einige spannender, andere weniger spannend sind. Also wenn wir an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und Ähnliches denken, dann hat das eine ganz eigene Komplexität. Aber grundsätzlich würde ich sagen, sind die sozialen Medien erst einmal so etwas wie weitere Schaufenster. Also Sie haben es angesprochen, natürlich kommt ein Großteil des Traffics der Leserinnen und Leser über die Seite, also über spiegel.de. Aber zunehmend in den vergangenen Jahren gibt es eben die anderen Schaufenster. Wir wissen, dass viele Leute zum Beispiel spiegel.de googeln und dann über Google kommen auf die Seite, aber natürlich auch Themen googeln, also Corona oder Trump und Trump und Corona in den vergangenen Tagen und darüber dann auf unsere Artikel und unser Angebot kommen. Das heißt, ich bin sehr dafür, die Diskussion pragmatisch zu führen, weil ich glaube, man kommt überhaupt nicht weiter, wenn man sie ideologisch führt. Denn es gibt dahinter keinen Weg zurück. Also wir können immer wieder über die Macht von Zuckerberg diskutieren, aber Facebook ist da und spielt eine Rolle. Und deshalb bin ich Ihnen da sehr dankbar für diese Frage, weil ich glaube, es geht tatsächlich darum, dieses Miteinander und Nebeneinander zu gestalten und erstmal drauf zu schauen und jedes Medium für sich eine Antwort darauf zu finden, wie betrachten wir denn diese Mitspieler? Welche Rolle spielt Twitter, von dem wir wissen, dass es in Deutschland vor allen Dingen Medium ist, in dem sich auch viele Journalisten wiederfinden, gar nicht so sehr die normalen Nutzer da draußen, also sehr ein Blasenmedium ist. Facebook hat wieder eine andere Nutzerschaft und der Traffic, der über Google kommt, ist natürlich auch entscheidend. Das heißt, ja, überall diese Schaufenster bekommen Menschen Zugang zu unseren Inhalten. Aber wenn Sie danach fragen, inwieweit wir uns verbiegen sollten, ist meine Haltung ganz klar, das sollten wir nicht tun. Denn da gilt das, was ich eben schon gesagt habe, im Zweifel erzeugen Sie sonst irgendwann an diesem Punkt eine herbe Enttäuschung. Wenn Sie da etwas verkaufen oder anbieten, was Sie am Ende nicht einlösen können, dann ist es völlig egal. Dann bleibt am Ende ein enttäuschter Nutzer zurück. Und das ist das sehr volatile Gut insgesamt im Journalismus, wenn Sie an Überschriften und so denken, das muss eine Geschichte schon einhalten. Und da würde ich sagen, es ist völlig egal, ob sie im Print erscheint oder im Digitalen erscheint. Diese Enttäuschung gilt es absolut zu vermeiden, und zwar in allen medialen und Umfeldern und auch in den sozialen Medien. Das heißt, Sie würden also sagen, im Grunde unterscheidet sich eine Überschrift, die erfolgreich im Printspiegel wäre, gar nicht groß von einer Überschrift, die erfolgreich auf der Seite wäre oder einer, die bei Google funktioniert, wenn ich Sie richtig verstehe? Nein, ich glaube, dass die Umfelder schon entscheidend sind, wenn Sie nur auf die Überschriften abheben. Wenn Sie sich den Printspiegel vorstellen, dann hat eine Überschrift oder jeder einzelne Text so ein ganz anderes Konkurrenzumfeld. Also Sie haben ja eine haptische Situation, Sie haben das Heft in der Hand und Sie entscheiden sich sehr bewusst, ich blätter jetzt zur Kultur und gucke mir mal an, was ist denn da die Aufmachergeschichte. Dann sind Sie in einer ganz speziellen Situation und viel weniger abgelenkt, als wenn ich zum Beispiel eine Nachricht betexte, die wir dann per Push-Mitteilung auf Ihr Handy schicken. Mhm. Weil damit stören wir Sie auf einem sehr intimen Gerät in einer mutmaßlich privaten Situation, wo Sie sich ja jetzt nicht in den Sessel gesetzt haben oder im Zug sitzen und sagen, ich lese jetzt den Printspiegel. Das heißt, das Konkurrenzumfeld, wenn Sie so wollen, ist ein ganz anderes, in dem diese Überschrift oder die Geschichte bestehen muss. Wenn aber die Frage darauf abzielt, muss man deshalb den Lautstärkeregler immer weiter aufdrehen? Das glaube ich überhaupt nicht. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, auch verspielte Überschriften, für die ja Spiegel.de und Spiegel Online bekannt ist, auch dort zu machen, weil sie einfach zu unserem Markenkern passen. Das heißt, wenn Sie weiter in diesem Bild bleiben, muss der Händler, der seine Ware in unterschiedlichen Schaufenstern ausstellt, dort immer noch als dieser Händler bekannt
bleiben, der er ist. Weil sonst gehen die Leute am Schaufenster vorbei und denken, ist das jetzt irgendwie hier Laden A oder Laden B? Ich kann das gar nicht unterscheiden. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn wir über loyale Leserinnen und Leser nachdenken. Das finde ich spannend, dass Sie sagen, im Grunde ist klar, muss man Aufmerksamkeit erzeugen und die auch die Leser für sich gewinnen, Leser und Leserinnen. Gleichzeitig gibt es aber andere Mittel dafür als Lautstärke, sondern man kann eben mit, absolut, genau, ich nenne es jetzt mal Zielgruppen oder ja, mediengerechte Aufmerksamkeit gewinnen. Jetzt finde ich das persönlich ein sehr hehres Ziel oder das steht für mich auch ein Stück weit für den Begriff Qualitätsmedium, dass man sich eben auf diese Dinge konzentriert. Gleichzeitig, und da gibt es ja mannigfaltige Studien zu, ist auf sozialen Medien und möglicherweise im Internet generell und in den Kommentarspalten doch auch von Seiten der Leserinnen und Leser oder dort Userinnen und User ja, viel mehr Lautstärke zu spüren. Irgendwelche Hassreden, irgendwelche Leute, die sich über Dinge beklagen und einfach nur versuchen, durch möglichst ja, viel Aufmerksamkeit zu generieren. Shitstorm ist ein anderer Begriff aus dem Bereich. Wie hat sich, oder hat sich, das ist eher eine Obfrage, hat sich die Verantwortung von Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen verändert? Müssen Sie anders an Geschichten rangehen, die Sie online veröffentlichen, weil Sie eigentlich immer im Hinterkopf haben könnten, oh, vielleicht ist das der Aufhänger für eine wilde Meute in der Kommentarspalte oder vielleicht wird das in den ja, in Zirkeln bei Twitter und Facebook geteilt, in die wir eigentlich nicht rein möchten? Da würde ich sagen, ganz klares Nein. Und wenn ich das sage, dann sage ich das vor dem Hintergrund einer immer noch sehr privilegierten, weil sehr gut ausgestatteten Redaktion. Also das ist, glaube ich, eine Differenzierung, die werden wir ja vielleicht später auch noch zu sprechen kommen, dass ich da nicht beansprucht sagen, so ist der Journalismus, das halte ich sowieso für unterkomplex. Aber ich kann sagen, für unsere Redaktion gilt, dass wenn es eine Geschichte gibt, eine Recherche gibt, die wir veröffentlichen wollen, dann wird die veröffentlicht. Völlig unabhängig von diesen Reaktionen. Und ich glaube, das gilt auch wirklich für viele Kolleginnen und Kollegen in anderen Qualitätsmedien, dass genau das der Anspruch ist, dass man Missstände aufdecken will, dass man berichten will über Dinge, die schieflaufen, informieren will, all das. Und völlig an der Stelle ungeachtet der Reaktionen. Die sind bei uns an der Stelle, ist es sowieso schon lange eins, weil auch die Texte, die im Printspiegel erscheinen, ja alle auch im Digitalen erscheinen und das schon seit einigen Jahren. Das heißt, die Reaktionen da bekommen sie trotzdem. Und ja, ich gebe Ihnen völlig recht, nicht jeder, der im Netz unterwegs ist und der da kommuniziert, zielt auf Dialog. Das ist, glaube ich, eines der großen Missverständnisse des Internet, das bloß, weil es dialogische Kommunikation ermöglicht, dass auch das Ziel ist, all der Leute, die sich da tummeln. Das ist es mitnichten. Wenn ich mir meinen Posteingang anschaue, gerade wenn ich selber Geschichten geschrieben habe, dann hat man danach nicht immer so richtig gute Laune, ehrlicherweise. Aber man muss sich natürlich vor Augen führen, dass das ein kleiner Anteil ist, ein kleiner Teil der Leserschaft, der sehr, sehr laut ist. Und das merken wir ja auch gerade in den vergangenen Wochen, wann immer es die Debatte gab rund um die Verschwörungstheorien um QAnon und all diese Themen, dass das keine breite Masse ist, die sich dort repräsentiert sieht, sondern vor allem ein kleiner Teil, der sehr, sehr laut ist. Und an dem darf sich Journalismus nicht ausrichten. Und ich würde sogar weitergehen und sagen, dass Journalismus sich überhaupt nicht daran ausrichten darf, welche Wirkung er da erzeugt, weil ein solcher Journalismus ist am Ende opportunistisch. Und das ist das Ende von Journalismus, wenn man die Berichterstattung davon abhängig macht. Jetzt sagen Sie, Journalismus darf sich nicht an der Wirkung ausrichten, die er erzeugt. Und sagen die Aufreger-Geschichten oder Geschichten, über die Sie berichten, da berichten Sie auch online drüber. Und sind aber doch die Geschichten, die die Leute auf die Barrikaden treiben, gar nicht immer, ja, sozusagen die Missstände, über die man berichtet, sondern häufig auch einfach so, Politiker X hat wieder irgendetwas Dramatisches gesagt und darüber regen sich alle auf und die Medien werden gewissermaßen reaktiv und sagen, okay, darüber müssen wir berichten. Gibt es nicht da vielleicht doch, oder gibt es da eine Verantwortung zu sagen, wir berichten über bestimmte Dinge nicht, weil wir von den Leuten, die uns als Systempresse beschimpfen,
auf eine gewisse Art und Weise eigentlich benutzt oder bespielt werden, um über genau diese Aufregerthemen zu berichten? Ja, ich würde sagen, das ist eine ganz klare Differenzierung zu dem Punkt, über den wir davor gesprochen haben, ne? Also Recherchen, um die man weiß, möglicherweise zurückzuhalten oder was auch immer einem da in den Sinn kommen kann, um keine Wirkung zu erzeugen. Das ist was gänzlich anderes, als immer wieder sich die Frage zu stellen, wo werden Medien instrumentalisiert, durch welche Gruppen, von wo geht diese Gefahr aus? Und das ist natürlich eine Gefahr, die sich durch die Digitalisierung und die sozialen Medien vervielfältigt hat. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren uns zusammengesetzt und überlegt in der Theorie, was passiert denn, wenn es irgendwann einen Terroranschlag gibt und der wird live bei Facebook gestreamt. Wie verhalten wir uns? Weil ich finde, eine Redaktion muss darauf vorbereitet sein. Und dann ist es passiert in Neuseeland und dann müssen die Medien ethischen Mechanismen und der Kompass einer Redaktion muss funktionieren, weil wir ja im Digitalen immer dazu gezwungen sind, unmittelbar zu reagieren. Sie können ja nicht das Ereignis abwarten und sagen, okay, wir überlegen bis zum Erscheinen der nächsten Ausgabe oder bis zum Redaktionsschluss, wie wir damit verfahren, sondern Sie haben diese Unmittelbarkeit. Und umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, darüber zu reflektieren und zu überlegen, wie geht man damit um und vor allen Dingen auch klar zu haben, welche Gruppen versuchen denn, uns Journalisten vor den Karren zu spannen, indem sie uns im Grunde ein Stück weit als Verstärker oder Lautsprecher instrumentalisieren. Und da tun wir, glaube ich, gut daran, das mit im Blick zu haben. Aber auch das führt zu Grenzfällen. Also wenn Sie sich die Corona-Demo in Berlin anschauen und diese versuchte, das Erklimmen der Stufen vor dem Reichstag, so würde ich es mal formulieren, dann ist das natürlich ein sehr bildstarkes Ereignis, wo man sehr genau schauen muss, welche Symbole werden da verwendet, welche Flaggen werden gezeigt und wie werden wir Journalistinnen und Journalisten da auch zu Komplizen gemacht, indem wir diese Symbolik weiterverbreiten, indem wir sie groß zeigen und indem wir auch in der Verwendung von Begrifflichkeiten das ganze Ereignis mitframen. Also redet man da in dem Zusammenhang von der Erstürmung des Reichstags, was natürlich Konnotationen hervorruft, oder schraubt man auch da eine Stufe runter? Und ich bin, das wird Sie nicht überraschen, ich bin für Letzteres, da sachlich zu sein und auch zu schauen, wie prominent berichten wir denn worüber. Aber ich halte es journalistisch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, für nicht denkbar, darüber nicht zu berichten. Weil da ist etwas passiert vor dem Deutschen Bundestag. Da gibt es wirklich viele Anschlussfragen zu diskutieren, was das Sicherheitskonzept anbelangt und all das. Das heißt, wenn Sie fragen, ist es denkbar, darüber nicht zu berichten, würde ich auch da wieder sagen, nein. Also man kann nicht da mit Blick auf vermeintliche Reaktionen sich selbst zensieren, das geht nicht. Aber natürlich ist es unsere Verantwortung, die Art und Weise, in der wir berichten, zu reflektieren und sehr kritisch zu sein, wann wir uns gemein machen mit einer Sache. Um da in das konkrete Beispiel auch nochmal direkt reinzuspringen, wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie sitzen in der Redaktion, es passiert irgendein aktuelles Ereignis und alle sind ganz aufgeregt, das Internet ist ganz aufgeregt und machen Sie einen Stuhlkreis und alle versuchen dann so zu reflektieren, wie die Situation ist oder gibt es einen Plan in der Schublade, den man ausholt oder wie funktioniert das konkret? Ja, das also tatsächlich, Stuhlkreis klingt ja so ein bisschen despektierlich, aber wir haben es konkret so gemacht, dass wir zu einzelnen Themen, die immer wieder in unserer Berichterstattung auftauchen und kritisch sind, dass wir darüber reflektieren, dass wir so etwas machen wie Hintergrundabende, wo wir uns Gäste einladen und dann gemeinsam mit der Redaktion diskutieren, wie gehen wir denn um mit der Rhetorik der Rechten? Wie erkennt man überhaupt die Rhetorik der Rechten? Also dann, wenn es in dem Moment, wo eine Hakenkreuzflagge geschwenkt wird, ist es einfach. Aber es gibt viele Stufen davor, die sind viel subtiler. Wir haben es ja an der Entwicklung von QAnon gesehen, wie schnell sich auch Symbole wandeln und sich da einfach fortzubilden, ist, glaube ich, wirklich Teil von Redaktionen. Zumindest verstehe ich das bei uns so. Wir haben auch solche Abende gemacht, um uns zum Beispiel mit dem Thema Antisemitismus zu beschäftigen. Also lauter Themen, die einer Reflexion bedürfen, damit sie dann im konkreten Alltag
umgesetzt werden können. Und da würde ich behaupten, funktionieren die Reflexe sehr gut. Also in der konkreten Situation sitzt dann da ein CVD und hat im Hintergrund, das ist ja am Wochenende passiert, eine Blattmacherin oder einen Blattmacher und sowas spricht man dann ab. Und was ist ein CVD? Ein CVD ist ein Chef vom Dienst. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die am Newsdesk sitzen von spiegel.de und die Seite steuern. Das heißt, die sitzen da im Schichtbetrieb, beginnen morgens um 5, normalerweise in Hamburg in der Redaktion, wenn kein Corona ist und wir nicht alle im Homeoffice sind, aber dann ist die Seite in Hamburg von 5 Uhr bis Mitternacht besetzt in einer Schichtfolge und ab Mitternacht übernimmt der Kollege die Kollegin in Australien. Das heißt, da ist immer jemand, der die Seite steuert, aber das auch in einem Vier-Augen-Prinzip macht. Und das heißt, gerade bei der Frage der Gewichtung, der Größe, auch der Bildersprache, glaube ich, ist das eine Aufgabe für jedes Medium, da zu überlegen, wie man unterwegs sein will und da eine Sensibilität zu entwickeln. Also ein konkretes weiteres Beispiel, die Anschläge von Paris, weil Sie danach gefragt haben, da habe ich Dienst gehabt. Es gab relativ schnell Videos aus dem Bataclan, wo die Terroristen gefilmt haben, was sie dort angerichtet haben. Und es ist die Frage gewesen, es gab zudem Anwohner, die aus den Häusern praktisch gefilmt haben, man die Menschen gesehen hat, die geflüchtet sind, teilweise blutüberströmt. Und da ist es dann nicht nur in dem konkreten Fall die Aufgabe des Videoressorts, das zusammenzuschneiden, sondern auch schon der Personen oder der Kolleginnen und Kollegen, die in Verantwortung sind, das anzuschauen und zu sagen, was wollen wir denn zeigen und was kann man auch den Lesern zumuten und woher kommt welches Material? Die Reflexion, die Sie da beschreiben, also die Hintergrundgespräche, Kamingespräche, das ist ja dann gewissermaßen jetzt nicht reaktiv, sondern durchaus prophylaktisch. Also zu sagen, wir setzen uns im Vorhinein mal hin, wo könnte mal ein Problem auftauchen, was sind so die großen Fragen, die uns möglicherweise beschäftigen und setzen uns intensiv damit auseinander. Ist es was, was jetzt erst über den Online-Journalismus Einzug gehalten hat? Oder machen das Qualitätsmedien schon immer? Oder wie würden Sie das einschätzen? Also das kann ich Ihnen nicht gut genug beantworten, weil ich da nur sagen kann, ich habe das für Spiegel Online damals eingeführt, weil wir eben bemerkt haben, es gibt diese Themen und so eine Redaktion ist ja auch immer ein Resonanzraum. Also Sie haben ja dann Redaktionskonferenzen, wo noch Themen aufkommen und wo man ganz gut merkt, okay, wo lohnt es sich denn, dass wir uns da nochmal Input holen? Natürlich gab es Kamingespräche im Print schon, vor allen Dingen Hintergründe mit Politikern und so, aber ich glaube schon, dass die medienethischen Fragen sich im Digitalen noch einmal ganz anders stellen, weil wir eben in einem ganz anderen Umfeld unterwegs sind, weil das Tempo ein ganz anderes ist, zwangsläufig ist und dem müssen wir uns ja stellen. Also wir können ja nicht sagen, da ist jetzt was passiert, aber spiegel.de ist sich noch nicht so ganz sicher. Da berichten wir erst morgen drüber. Das ist ja keine Option. Das heißt, das Medium hat Logiken, die uns dazu zwingen, zu reflektieren und nach vorne zu denken. Und das ist, Sie haben es angesprochen, das sind die Kommentarfunktionen oder die Foren, wo man wirklich überlegen muss, wie geht man denn damit um. Das ist die Frage, in welche Schaufenster stellen wir denn unsere Artikel und inwiefern beeinflusst das unseren Inhalt. Und es ist eben auch die Notwendigkeit, unmittelbar zu entscheiden in Situationen, wo wir oft noch nicht das ganze Bild kennen. Weil das Wesen des Online-Journalismus ist ja, dass wir Kompromisse machen müssen, den ganzen Tag. Und das wird Sie nicht wundern. Meine Haltung ist natürlich, dass man das nicht beklagen muss, sondern das gehört halt dazu. Aber man muss sich dessen bewusst werden und ich glaube, gut überlegen, was das heißt. Und wenn ich sage, Kompromisse machen, dann bedeutet das, wir müssen berichten, auch wenn wir noch nicht wissen, wie eine Nachrichtenlage sich entwickelt. Wir müssen also berichten, obwohl wir noch nicht alle Fakten kennen und sich möglicherweise dann aus der Bombendrohung kann sich eine Großlage entwickeln oder es kann sich herausstellen, dass es nur eine abgelegte Tasche war, um das mal sehr platt zu verdeutlichen. Und für all diese Eventualitäten brauchen Sie Mechanismen. Und das heißt auch, dass man sagen kann, wir könnten die Geschichte aber sehr viel besser recherchieren, wenn wir noch 2 Stunden, 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate mehr Zeit hätten. Und
damit umzugehen, finde ich, macht den Job so spannend. Perfekt. So das große Abenteuer der aktuellen Lage gewissermaßen. Also das klingt in der Tat sehr spannend. Ich gucke auf die Uhr, ich habe noch 15 weitere Fragen, aber es sind schon einige auch über den Chat eingetrudelt und ich würde mal einen direkt weiterreichen. Und zwar geht es so ein bisschen um die Frage, wie man, ob Medien polarisieren müssen können, dürfen. Und zwar fragt der Zuschauer, erkennen Sie Aspekte an spiegel.de, die geeignet sein könnten, die Spaltung der Nutzerschaft, jetzt gibt ein Beispiel, in Richtung US-amerikanischer Verhältnisse voranzutreiben? Oder anders gefragt, kann spiegel.de es sich leisten, auf so Polarisierung zu verzichten? So ein bisschen anhand des US-Negativbeispiels, wo ja wirklich die Medienlandschaft schon fast in der Mitte teilbar ist. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, sonst korrigieren Sie mich da nochmal. Also ich glaube, unser Job, der Job der Journalisten, ist nicht zu polarisieren. Genauso wenig, wie ich glaube, dass wir Aktivisten sein sollten. Und zwar in alle denkbaren Richtungen. Weil ich glaube, dass man gut darin tut, als Journalist natürlich eine Haltung zu haben, keine Frage. Aber dass man das nicht miteinander vermengen sollte. Und meine persönliche Haltung dazu ist, dass wenn sich in den Konferenzen alle zu einig sind, dass dann die Arbeit erst anfängt. Also ich finde, die spannende Frage ist doch, wer wählt Trump? Der davor gelagerte Punkt wäre zu sagen, wie kann man nur? Aber mit dieser Haltung kommt man ja als Journalist nicht weiter. Also mein Verständnis des Berufes ist es, Fragen zu stellen. Und ich finde, das ist das Privileg, dass Sie als Journalist irgendwie überall eintauchen können und Sie dürfen Fragen stellen. Sie müssen erstmal noch gar nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Und ich gebe zu, dass das manchmal natürlich auch eine Dynamik hat. Und dass es einfach Ereignisse gibt, wo es sehr schwer fällt, die Gegenposition einzunehmen. Oder sich diese Offenheit zu bewahren. Und ich glaube auch, dass es rote Linien gibt, wenn es menschenverachtend wird, wenn es um Gewalt geht. Da kann es aus meiner persönlichen Sicht keine Art von Rechtfertigung geben. Aber dazwischen gibt es ganz viele Punkte, wo unser Job ist, Dinge zu verstehen und dieses Verständnis, was wir erlangen, weiterzugeben. Und eine Polarisierung, das ist ja auch eine Art von Lautstärke. Ich glaube, dass wir das tunlichst vermeiden sollten. Aber ich sehe das konkrete Beispiel der US-Wahl, dass das schon auch schwierig ist, damit so offen umzugehen. Das klingt nicht so gut bei Ihnen. Nee, genau. Es ist die Polarisierung gegenüber auf dem Kinderspielplatz offenbar. Ach so, okay. Gerade Ihren Ausdruck findet. Also ich fühle mich noch sicher. Pardon für die Geräuschstörung. Ich mute gleich mal mein Mikrofon zwischendrin. Und überlasse es jetzt direkt mal Klaas Erik, der nämlich jetzt auch eine Frage hat sich gemeldet. Und ich schalte jetzt das Mikro frei und gegebenenfalls muss er es dann noch selber deaktivieren. Ja, hallo, vielen Dank für den sehr interessanten Impulsvortrag. Sie haben ja auch die Verbindung von sozialen Medien und der ganzen Internetlandschaft mit Ihrem Journalismus mit Spiegel angesprochen. Und insbesondere über YouTube komme ich immer wieder mit Spiegel TV in Kontakt. Und da muss ich sagen, bin ich manchmal ein bisschen erstaunt, wie ja doch relativ reißerisch und populistisch manche Themen sind. Und dass meiner Meinung nach eher ein negatives Image auf den doch eigentlich ja guten Journalismus im Spiegel selbst wirft. Und da wollte ich fragen, wie wird Spiegel TV koordiniert mit dem Spiegel, weil ich da einen erheblichen Qualitätsunterschied sehe. Vielen Dank und liebe Grüße aus Peking. Oh, spannend. Oh. Ja, liebe Grüße zurück. Wie schön. Also ich komme mal über die Antwort der Struktur, weil sich vielleicht dann manches schon erschließt. Es war früher im Spiegel Verlag so, dass wir im Grunde drei Redaktionen hatten, die des Printspiegel, die von Spiegel Online und die von Spiegel TV. Jetzt ist es ja nunmehr so, dass die Print- und die Online-Redaktion fusioniert
sind und gemeinsam geführt werden. Spiegel TV hat aber noch ein ganz eigenständiges Programm und eine eigenständige Leitung. Das heißt, dort gibt es keine so enge Abstimmung, wie wir sie zwischen Print und Online führen, sondern das ist eine komplett eigenständige Redaktion, die auch ganz unterschiedliche Berichte macht. Also es gibt ja das Spiegel TV Magazin, aber es gibt auch sehr viele Produktionen für andere Sender. Das heißt, das ist ein sehr breites Portfolio. Die Kritik, die sie äußern, die ist, soweit ich weiß, sehr alt, dass man immer wieder schon gesagt hat, Mensch, Spiegel TV ist sehr laut unterwegs. Ich würde dagegen halten, dass die Kolleginnen und Kollegen dadurch den Fernsehjournalismus stark geprägt haben, in einer Zeit, in der das nicht so üblich war, so als Reporterteam unterwegs zu sein und damit auch Recherchen voranzutreiben. Aber ich kenne diesen Punkt. Ich glaube nur, dass wir in vielen Recherchen davon profitiert haben, durch diese Art unerschrockenen Fernsehjournalismus zu machen. Und Fernsehen, das merkt man eben auch an Ihrer Frage, erzeugt immer noch eine ganz andere Wirkung als ein geschriebener Text, weil es noch eine ganz andere Unmittelbarkeit hat, wenn ich das im Bild sehe. Das kann ich natürlich im geschriebenen Text immer noch mal ganz anders auffangen, auch wenn vielleicht die Reaktion eines Interviewpartners ähnlich erbost ist. Perfekt, dann kann ich direkt eine weitere Frage anknüpfen, die sich nämlich auch damit beschäftigt, wie sozusagen auf verschiedenen Medien Geschichten wirken und funktionieren. Und zwar fragt ein Zuschauer, Social Media Algorithmen pushen vor allem emotionalere Beiträge, weil sie erfolgreicher sind. Wie geht der Spiegel damit um und können auf die Weise überhaupt alle relevanten Nachrichten die LeserInnen erreichen? Wie geht der Spiegel, also es schließt ein bisschen an die Eingangsfrage vorhin, wie geht der Spiegel damit um, dass seine Nachrichten in diesen Medien auch erfolgreich sind oder verzichtet er vielleicht darauf? Ja, das ist sehr wahr, was der Zuschauer, die Zuschauerin gefragt hat. Wir wissen inzwischen auch aus diversen wissenschaftlichen Studien, dass die Algorithmen dort vor allen Dingen auf Emotionalität setzen. Das ist eine Binse, wenn man dort selbst unterwegs ist, dann weiß man das auch. Aber inzwischen gibt es ja auch umfangreiche Studien zum Nutzungsverhalten der sozialen Medien. Und wir wissen eben dort, dass vor allen Dingen Beiträge auch geteilt werden, die eine Emotionalität haben. Das war tatsächlich vor ein paar Jahren, wenn Sie sich daran erinnern, gab es die große Debatte, ob die etablierten Medienhäuser irgendwie als Fact-Checker für die sozialen Medien eintreten sollen. Ich war da immer sehr skeptisch, weil ich glaube, dass wir da nicht deren Job machen müssen und weil es so ein bisschen insinuiert, dass die Menschen, die dort beispielsweise auch Beiträge von Verschwörungstheoretikern teilen, dass man denen nur sagen müsste, Leute, das ist doch Quatsch, dass Politiker Kinderblut trinken, das ist doch gar nicht so. Und dass die dann sagen, ach ja, stimmt, jetzt wo wir es erklärt haben, das ist ja gar nicht so, dann teile ich den Beitrag nicht weiter. Also ich glaube, es verkennt total, dass es dort nicht immer darum geht, Fakten zu verbreiten oder Fakten zu teilen, sondern um so etwas wie eine Meinungsäußerung oder eine emotionale Äußerung von Unbehagen oder Unzufriedenheit. Das ist das Umfeld dort und natürlich wird Emotionalität, wenn Sie so wollen, belohnt. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir natürlich feststellen, welche Art von Meldungen und Geschichten besonders viral funktionieren und dass es andere Themen dort schwerer haben. Das wissen wir, aber die Idee ist ja auch nicht, dort ein komplettes Angebot der Nachrichten abzubilden. Dafür gibt es ja die Seite. Was die Algorithmen anbelangt, sind die schlicht nicht in unserer Hand. Das heißt gewissermaßen, Sie entscheiden sich schon dafür, meinetwegen jetzt nicht den spröden Text, die es natürlich bei Ihnen nicht gibt, aber den vergleichsweise spröden Text. Spröde Texte, sowieso keine gute Idee. Genau, dort auf Social Media zu verbreiten, sondern dann vielleicht auch den zu nehmen, wo über, ich weiß nicht, ein neues Eisbär-Baby berichtet wird. Tatsächlich da auch die harten politischen Analysen. Nur was dann passiert in der Rezeption, das haben wir halt schlicht nicht mehr in der Hand. Aber das ist auch da gar nicht so fremd zu dem, was im analogen Journalismus oder im Print passiert.
Weil wenn Sie sich überlegen, dann hat auch jede Tageszeitung und jedes gedruckte Magazin irgendeine Rubrik, die unterhaltend ist oder die humorvoll ist. Wenn Sie sich den Hohlspiegel anschauen, dann ist das nichts anderes. Wenn Sie sich die Personalienseiten anschauen, dann ist es nichts anderes als die bunten, vermischten kleinen Häppchen. Und das war, glaube ich, auch schon immer das Wesen von Journalismus, auch mit zu unterhalten. Und das an sich ist ja überhaupt nicht illegitim. Geschenkt. Kann man denn online den Lesern mehr oder weniger zutrauen als früher? Also weil Sie jetzt auch angesprochen haben, also als ob die sich dann überzeugen lassen, ach, die trinken wirklich kein Kinderblut und so weiter. Also es, muss man anders auf die zugehen, muss man die anders abholen oder kann man auf einer anderen Ebene Geschichten erzählen? Jetzt nicht medial, sondern so kontextinhaltlich? Also ich bin großer Freund davon, den Lesern erstmal alles zuzutrauen. Es sind, ich habe da keinen pädagogischen Ansatz, was den Umgang mit den Leserinnen und Lesern anbelangt. Es ist mitnichten so, dass die auf der Seite nur die Nachrichten lesen über das Eichhörnchen, was irgendwie im Gullideckel steckt, sondern dass die Leser ein sehr feines Gespür haben für Relevanz. Und es gibt daher auch gar keine Notwendigkeit, die Seite oder das digitale Angebot opportunistisch zu gestalten. Denn die Leserinnen und Leser, die zum Spiegel kommen, die erwarten ja Spiegeljournalismus. Die wissen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Bunte vermutlich den viel besseren Promi-Journalismus machen als wir. Das heißt, auch das gehört ja zum Markenversprechen. Was kriege ich dafür und was erwarte ich woanders? Und man kann, anders als wir vor ein paar Jahren gedacht haben, da zum Beispiel gab es den Trend zu sagen, die Geschichten müssen kurz sein, in dem Moment, wo die Smartphone-Nutzung hochgegangen ist, weil die Leute lesen nicht so lange Geschichten auf dem Handy. Das ist überhaupt kein Problem. Wir veröffentlichen die Spiegel-Titelgeschichte natürlich auf der Seite und wir wissen, dass die mobile Nutzung gegenüber der stationären natürlich rasant gestiegen ist und die Leute lesen auch das unfassbar lange Interview mit Nawalny auf dem Handy und zusätzlich hören sie es sich an seit einigen Jahren, weshalb ich bei uns über die Podcast gestartet habe, weil das eben auch ein Feld ist. Und sie haben eben gefragt, wie sehr muss man antizipieren, wohin es geht. Ich glaube, das ist das, was den digitalen Journalismus ausmacht, dass man jetzt über Podcasts nachdenkt. Gar nicht zwingend, weil ich glaube, dass morgen oder übermorgen das geschriebene Wort obsolet sein wird. Aber wenn Sie sich überlegen, welche Bedeutung Voice einnehmen wird und in Voice vor allen Dingen in Autos einnehmen wird in ein paar Jahren, ich vermag noch nicht zu sagen, wohin das geht. Ich glaube nur, dass es total hilfreich ist, sich darauf vorzubereiten und zu lernen in diesem Feld. Und um all diese Punkte geht es eben auch. Und ist das was, was man ja momentan lernen kann? Oder gibt es ich nehme an, es gibt Fortbildung, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte Journalist werden, habe ich vielleicht noch das antiquierte Bild im Kopf, dass ja jemand am PC sitzt, Artikel schreibt und die werden dann gedruckt und geht nach Hause. Das ist ja jetzt alles anders, sondern er schreibt nicht mehr, er muss im Zweifel fotografieren, Videos machen, all das. Gut, ich weiß jetzt nicht um die Nachwuchspolitik des Spiegels, aber auch dort wird man ja wahrscheinlich jede Menge alte Hasen mit in die neue Zeit nehmen müssen. Ja, und ich bin da ein Verfechter, das sehr konservativ anzugehen. Also ich habe lange in der Journalistenausbildung an der Uni gearbeitet und auch an der Akademie für Publizistik und das ist ganz interessant, da hat man mich am Anfang gefragt, können Sie nicht ein Seminar unterrichten zu Schreiben fürs Web? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, was bedeutet das eigentlich? Ich habe versucht, das vorzubereiten und ich glaube, es gibt kein Schreiben für das Web. Ich glaube, es gibt das Handwerk einer guten Recherche. Am Ende ist Journalismus kein Talentberuf, sondern auch wirklich gelerntes Handwerk. Und eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, egal ob sie gedruckt wird oder ob sie digital erscheint. Und das bleibt und das merken wir auch. Also die Texte, die auf der Seite, und wenn ich Seite sage, meine ich natürlich auch Plus, besonders gut funktionieren, sind einfach die journalistisch starken Geschichten, wo jeder von uns wahrscheinlich, wo wir einen großen Konsens hätten, dass das interessant ist, dass man das lesen muss. Und
darum geht es viel mehr. Ich glaube überhaupt nicht an diese eierlegende Wollmilchsau, dass man sagt, man geht irgendwie raus und dreht und fotografiert und schreibt. Es ist, glaube ich, hilfreich, das zu können. Aber dann ist es ein großer Unterschied, ob man einen Podcast aufnimmt oder ob man schreibt. Und wenn man sagt, man schreibt, dann gibt es da ja auch nochmal eine ganze Bandbreite. Also nicht jeder kann richtig gut einen Kommentar schreiben. Es liegt aber auch nicht jedem. Es gibt manche Leute, die sind begnadete Porträtschreiber und andere tun sich damit richtig schwer. Es gibt Leute, die lieben die Form des Interviews und andere laufen schreiend weg. Also das ist sowas, was man dann, glaube ich, im Job lernen muss. Aber wenn Sie nach der Ausbildung fragen, würde ich immer sagen, eine fundierte, gute handwerkliche Ausbildung ist das A und O. Und da ist der Text ja die Basis, egal ob Sie am Ende Audio machen wollen oder Fernsehen machen wollen oder tatsächlich im Print arbeiten wollen. Um die Textform kommen Sie irgendwie nicht so richtig drumherum. Und den Rest kann man sich dann ganz gut aneignen. Perfekt. Es ist also noch Hoffnung, hervorragend. Ja, absolut. Sie sagten jetzt gerade journalistisch starke Geschichten, die Sie auf die Seite bringen. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber da knüpft gerade eine Frage eines Lesers oder einer Leserin, ich weiß es nicht, an, die da lautet, welche Funktion erfüllt aus Ihrer Perspektive der auf der Spiegel-Homepage aktuell meistgelesene Artikel mit der Überschrift Niederlande, Gynäkologe zeugte 17 Kinder ohne Wissen der Frauen? Beziehungsweise warum denken Sie, ist dieser Artikel der, der am meisten gelesen wird und nicht beispielsweise der aktuelle Lagebericht zum Coronavirus. Puh, das sind zwei sehr, sehr große Fragen. Ja, also in der die eine, glaube ich, lässt sich relativ leicht beantworten, weil Journalismus immer dieses Staunen hat, dieses, ach echt, so ist das? Und da gibt es in der Kommunikationswissenschaft ganze Theorien, die sich irgendwie mit sogenannter Nachrichtenwertforschung beschäftigen und seit Jahrzehnten versuchen zu ergründen, welches sind denn diese Zutaten, die eine Geschichte braucht. Also da gibt es so etwas wie räumliche Nähe. Uns interessiert mehr, was in Deutschland passiert, in Europa passiert, als das, was in irgendeiner sehr entlegenen Weltregion passiert. Das ist erstmal beschreibend. Ne? Das sagt überhaupt nicht, dass ich das gut finde oder dass das gut ist, sondern es ist einfach ein Abbild dessen. Es interessieren Geschichten mehr, die personalisiert sind, also wo es handelnde Akteure gibt, statt irgendwie eine abstrakte Analyse, was weiß ich, zu EU-Strukturen, ohne dass man irgendwie Akteure hat. Emotionalität ist ein wichtiger Punkt, weil das einfach anspricht und eine Resonanz erzeugt. Und dann so etwas wie Ungerechtigkeit, Unheil, also eine gewisse Art von ja, Dramaturgie, wenn Sie so wollen. Mhm. Die erzeugt auch was beim Leser. Und da hat diese Geschichte glaube ich, alle Zutaten. Sie spielt in den Niederlanden. Es gibt einen großen Punkt der Ungerechtigkeit und vermutlich möchte man mehr über diese Geschichte wissen. Also das ist ja nicht ohne Grund, auch in den Lesewertanalysen, die man aus Print kennt, sind es diese Geschichten, die meist gelesen sind. Ja, wobei ich jetzt auch gerade denke, vielleicht müsste man auch einfach die Leser fragen, warum sie so häufig auf diese Geschichte klicken. Es ist jetzt nicht ihre Verantwortung, dass sie da steht, sondern wenn man sagt, man macht einfach transparent, was die Leute interessiert und nichts anderes ist ja wahrscheinlich die Kategorie, die ist nicht kuratiert von Ihnen oder dass Sie Nein, sagen... Nein, die bildet das tatsächlich ab. Okay, sehr gut. Ja, und das ist natürlich, also ich meine, das gehört natürlich auch zur Wahrheit des Berufs der Journalistin, dass... die Leser auch eine Verantwortung für das haben, was sie interessiert und dass das schon immer eine pralle, bunte Mischung war. Also Journalismus ist eben kein wissenschaftliches Journal, sondern deshalb gibt es Bilder auf einer Seite oder in einem Magazin oder in einer Zeitung. Deshalb gibt es die Überlegung, wie formuliert man eine Überschrift, weil es ja letztlich auch um Vergnügen gehen soll. Lesevergnügen übrigens auch bei den Stoffen, die wirklich harter Tobak sind. Mhm. Da passt jetzt wiederum eine andere Frage ganz gut zu. Denn einerseits sozusagen, was wollen die Leute lesen? Was landet dann auf Platz 1 dieser meistgelesenen Artikel? Und andererseits aber auch, welchen Einfluss hat das, was geschrieben wird, auf das Weltbild der Leute, die über die Seite surfen? Und zwar fragt jetzt ein Zuschauer, inwieweit ein Medium Verantwortung tragen möchte, beziehungsweise auch muss, wenn es indirekt oder direkt dazu beiträgt, ein negatives Bild in die Bevölkerung zu setzen. Zum Beispiel in Bezug auf den Islam, wenn diese dann meist nur mit Terror und Radikalen
und sogar extremistischen Gruppierungen in Verbindung gebracht werden. Und sozusagen diese Berichterstattung auch Druck und ja, sozialen Druck und psychischen Druck auch auf junge Musliminnen und Muslime in Deutschland auswirkt, die in eine Rechtfertigungsposition kommen. Also welche Verantwortung sehen Sie dafür für Ihr Medium und wie reagieren Sie darauf? Also eine große Verantwortung, absolut. Wir können das, glaube ich, weitern um alles, was am Ende Stereotype betrifft. Ne? Also Sie haben das angesprochen, die Frage, wie berichten wir über Musliminnen und Muslime, wie berichten wir auch über andere Religionen, wie berichten wir über Männer und Frauen. Es gibt Tage, da ist die Seite sehr, sehr männlich dominiert, einfach weil viele politische Akteure natürlich Männer sind, aber dann gibt es einen ganz großen Bereich, wo es unsere Aufgabe ist, und da würde ich auch den Inhalt der Frage mit einschließen, zu gucken, dass man Akteure, Experten hat, die eben auch aus den unterschiedlichen Gruppen kommen und das mit abbilden. Was nicht funktioniert, ist, glaube ich, den Nachrichtenfluss so zu beschneiden, dass da bestimmte Wahrheiten nicht vorkommen. Wenn da was passiert, dann müssen wir das abbilden. Und auch da würde ich sagen, ist unsere Aufgabe keine missionarische. Das darf es auch nicht sein, weil dann kommt man in Teufels Küche. Das ist sehr unjournalistisch, nach meinem Verständnis. Aber Journalismus hat die Aufgabe, Gesellschaft und Realitäten abzubilden. Und das bedeutet auch, dass sich Redaktionen mehr Mühe geben müssen, diese Vielfalt abzubilden. Weil im Endeffekt reproduziert sich sonst etwas selbst, was gar nicht der gesellschaftlichen Realität entspricht. Und da müssen wir natürlich aufpassen. Und dafür haben wir eine Verantwortung, weil es ist unsere Verantwortung, wie die Seite aussieht. Und dann ist es intern immer Teil zu gucken, warum war das gestern so? Und warum waren wir da nicht bunter? Warum haben wir nicht mehr Dinge abgebildet? Aber das ist eine Diskussion, die schon sehr intensiv geführt wird. Alles klar, vielen Dank. Jetzt eine ja, sehr kurze, konkrete Frage auf den Punkt, die mich ehrlich gesagt auch persönlich interessiert. Glauben Sie, dass die Paywall in Zukunft Bestand hat für den Online-Journalismus? Ist die Paywall die Zukunft, dass wir dafür zahlen, oder wird es andere Möglichkeiten geben für die Finanzierung? Ja, absolut. Das ist die Zukunft. Ich sehe auch keine andere. Also wenn jemand eine andere sieht, dann bin ich für Hinweise sehr dankbar. Aber ja, wir müssen den Journalismus, den wir machen, finanzieren. So, und je besser dieser Journalismus ist, desto mehr Menschen hängen daran und die müssen halt alle gescheit bezahlt werden. Vor allen Dingen, wenn es um unabhängigen Journalismus geht. Also wir reden jetzt nicht über die Öffentlich-Rechtlichen, weil das ein ganz anderes System ist, aber die 100 Journalisten, die da bei uns unterwegs sind, die Reporterinnen und Reporter, die im Ausland sitzen und dafür sorgen, dass wir eine gute Berichterstattung aus den entlegensten Regionen haben, die im Endeffekt dazu führen, dass wir Nawalny im Interview haben, die müssen sie ja alle bezahlen. Und ich glaube, ein Journalismus ist nur dann ein guter Journalismus, wenn er unabhängig ist. Alles andere ist für mich zumindest unvorstellbar. Und unabhängig ist er nur dann, wenn er finanziell unabhängig ist. Das ist das A und O, darum geht es. Und wir haben in den vergangenen Jahren sehr, sehr gut gelebt, auch bei Spiegel Online, weil die Werbeeinnahmen groß waren über viele Jahre. Aber wir merken auch seit, ich würde sagen, mindestens mal 5 Jahren, dass sich da etwas tut, und haben deshalb angefangen natürlich mit der Paywall und dem Bezahljournalismus und haben das jetzt immer weiter hochgefahren, weil ich auch glaube, dass die Leute durchaus bereit sind, für Journalismus zu bezahlen. Gerade wenn man sich das im Verhältnis anschaut, wie oft man sich einen Kaffee holt oder abends irgendwie ein Bier holt, dann sind das ja keine Unsummen, die da im Digitalen abgerufen werden. Aber gerade die Corona-Krise hat uns eben gezeigt, wie absolut volatil der Werbemarkt ist. Und da muss es eine andere Säule geben der Finanzierung. Und ich bin da auch wirklich optimistisch. Wir haben lange gefürchtet, wenn wir die Paywall hochfahren, wird uns das die Zahl der Unique User, also der Nutzerinnen und Nutzer, die auf der Seite sind, wird das schaden, ne? Weil die Leute irgendwie schreiend wegrennen und sagen, wir sind aber nicht bereit, dann noch zu euch zu kommen. Das Gegenteil ist der Fall. Also diese Art der Kannibalisierung, die man jahrelang als selbstverständlich angesehen hat, dass das passieren wird,
dass es nicht passiert. Und das stimmt mich echt hoffnungsfroh für die kommenden Jahre. Perfekt. Dann ich schaue in den Chat, beziehungsweise das, was an Fragen hier angekommen ist, und wir könnten wahrscheinlich weiterreden. Die Fragen gehen nicht aus. Leider geht uns die Zeit so langsam aus. Und ich würde gerne mit einer letzten, vielleicht auch persönlichen Frage schließen. Und zwar vorneweg meine Beichte. Ich bin ein richtiges Lehrerkind. Meine Mutter hat an der Hauptschule unterrichtet, mein Vater an der Grundschule. Und als ich so 18 war und Abi gemacht habe, da gab es praktisch zwei Weisheiten, wenn es darum ging, was mit meinem Leben passieren soll. Die erste Weisheit war, Kind wird auf gar keinen Fall Lehrer, denn es ist alles viel zu stressig und die Schüler werden immer schlimmer und wer sich da engagiert, der geht zugrunde und am Ende ist man immer schuld. Und die zweite Weisheit war, Kind wird auf keinen Fall Journalist, denn das ist eine sterbende Branche und online gibt es auch kein Geld für große Recherchen und den Lebensunterhalt kann man da sowieso nicht bestreiten. Ich bin jetzt älter geworden, ich halte ehrlicherweise beide Regeln für Quatsch, aber wenn jetzt der 18-jährige Torben zu Ihnen käme und sagen würde, ist es eine totale Schnapsidee, in Journalismus zu gehen, nach allem, was man hört, sieht es ja nicht so prall aus. Was ist Ihr Pitch? Ich würde ihm sagen, wenn du da Bock drauf hast, dann mach es. Also meine Erfahrung ist, dort, wo man eine Leidenschaft hat, da entsteht auch was. Auch wenn man es vorher irgendwie vielleicht nicht hat kommen sehen. Also als ich Abi gemacht habe, da hat man irgendwie 300 Euro bekommen, wenn man als Frau Ingenieurswissenschaften studiert hat. Weil das der Versuch war zu sagen, man kennt dieses Thema, man muss mehr Frauen da in diese Bereiche kriegen. Und was ich damit sagen will, ist, so ein Beruf braucht eine Leidenschaft, weil anstrengend ist es ohnehin. Es ist irgendwie keine Branche, glaube ich, mehr total krisensicher. Ich wüsste zumindest vor dem Hintergrund von Corona nicht, welche das sein sollte. Und man verbringt da unfassbar viel Zeit. Unfassbar viel Zeit. Ja, am Ende mehr als mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Und ich glaube, die Motivation, die nachhaltig ist, die kommt aus einem selber. Das kann irgendwie die Kohle nicht ersetzen, das kann auch Sicherheit nicht ersetzen, sondern man selber muss sich ja jeden Morgen aufraffen, irgendwie aus dem Bett aufstehen, die Zähne putzen und da irgendwie hingehen in diesen Job. Und das über viele, viele Jahrzehnte. Und deshalb würde ich immer sagen, da wo die Leidenschaft ist, da ist auch eine Zukunft, weil man da was will. Und das kann sich dann im Lauf des Lebens ändern. Aber ich habe damit ganz gute Erfahrungen gemacht. Perfekt. Wenn das mal kein Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Dominik von der Schwarzkopf-Stiftung würde es sehr schwer haben jetzt. Aber das ist mir ganz gleich. Ich freue mich über das tolle Gespräch. Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank den Zuschauerinnen und Zuschauern auch von meiner Seite. Und Dominik? Ich will es gar nicht probieren, auf dieses Schlusswort, glaube ich, noch mal was draufzusetzen, sondern die Gelegenheit nur nutzen im Namen der Schwarzkopf-Stiftung und von Hertie. Erstmal dir, Torben, für die wunderbare Moderation zu danken. Ihnen, Frau Hans, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Diskussion mit uns und unseren Zuschauerinnen zu führen. Ich glaube, das war sehr spannend und wir haben sehr viel gelernt. Auch dem Publikum und euch ganz, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich möchte diesen Moment gerade noch kurz für einen Werbeblock nutzen. Wir haben nämlich noch spannende weitere Veranstaltungen im Angebot. Am Freitag gibt es eine ganz spannende Online-Diskussion zum Thema ein Jahr nach dem Anschlag in Halle, Antisemitismus in Deutschland heute mit Igor Lebit und Lena Gorelick. Ganz spannendes Panel. Herzlich dazu eingeladen. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Und auch noch ein bisschen weiter in der Zukunft, am 26.10., also eine Woche vor den US-Wahlen, Europa und die USA, was passiert, Klammer auf, nicht, wenn Trump die Wahl verliert. Und zwar mit Wolfgang Ischinger, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, ein lang gedienter Diplomat und großer Kenner auch der transatlantischen Beziehungen. Auch das ist eine spannende Diskussion, zu der ich euch ganz, ganz herzlich einladen möchte. Und last but not least, Anmeldungen wie immer auf der Homepage möglich oder folgt uns auf den sozialen Medien. Und damit bleibt mir nur noch mal Torben dir und Ihnen, Frau Hans, noch mal ganz, ganz herzlichen Dank auszusprechen und uns allen einen schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank. Ich sage ja. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.